Willkommen zu Balsam für meine Seele, eine Ermutigung für den heutigen Tag. Heute möchte ich Sie herzlich einmal einladen, über einen Begriff nachzudenken, der uns erst einmal ein bisschen fremd ist, nämlich der Begriff Sünde. Sünde kommt eigentlich im Deutschen von dem Begriff Sund, nämlich Untiefe. In traditioneller Weise verstehen wir unter Sünde etwas, wenn wir moralisch etwas falsch gemacht haben. Meinetwegen jemand die Vorfahrt genommen oder in der Steuererklärung eine falsche Angabe gemacht haben. Aber wenn man dann in der Bibel einmal nachliest, spürt man, dass eigentlich das Wort Sünde etwas ganz anderes bedeutet, nämlich etwas denken oder etwas handeln oder eine Einstellung, was mich von mir selber, meiner eigenen Energie und der Energie des Lebens trennt. Hört sich erstmal ein bisschen kompliziert an, ist es aber gar nicht. Das heißt, wenn man sich vorstellt, in jedem Menschen gibt es grundsätzliche Werte und Energien, und dann tue ich etwas und dadurch bin ich etwas weniger ich selber bei dem, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Meinetwegen aus lauter Verzweiflung jeden Abend die Flasche. So etwas nennt die Bibel Sünde, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einer Einladung. Komm doch mehr zu dir selber. Komm doch mehr zu der Lebensenergie, die dich trägt. Aber die Bibel geht jetzt noch einen Schritt weiter. Nämlich, sie lädt mich ein, erkenne doch, schau doch genau hin, wo es dir immer wieder schwerfällt, mit dir selber im Einklang zu sein, mit deiner Lebensenergie und mit der Energie, die dich geschaffen hat. Vielleicht, auch dies ohne erhobenen Zeigefinger, um ein Stück eher mit dir selbst im Einklang zu sein. Und noch ein drittes, nämlich wenn ich so meine Sünde, meinen Sund kenne, das kann mich zu einem, in Anführungszeichen, besseren Menschen machen, weil ich dann vielleicht sanfter und freundlicher auch mit den Sünden anderer Menschen umgehe. Und vielleicht auch, weil ich weiß, an welchen Stellen im Leben ich mir Hilfe besorgen muss, weil ich hier vielleicht nicht ganz alleine damit zurechtkomme. So ist es gut, meine Stärken und Vorzüge zu kennen. Das macht mich natürlich innerlich auch stark und zeigt mir meine Erfüllung und Befriedigung. Aber es ist auch gut, immer wieder in Kontakt zu sein mit dem, worüber ich bei mir seufze, meine Sünden. Um dann mit mir selbst und anderen liebevoll umzugehen. Kleine Schritte, wie ein guter Freund, eine Freundin zu mir selbst. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, dass darüber Gott lächelt, wenn wir gütig mit uns selber und anderen umgehen und kleine Schritte der Weiterentwicklung tun. Dies wünsche ich Ihnen von Herzen. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund.
Thank you.